Herzlich willkommen, Leute, zurück zu The Banner Saga. Ja, Tag 10. Wir sind nur noch auf der Wege mit Rook. Und ja, sehen wir mal, wie es weitergeht. Und ja, wieder weiterlesen. Alette geht still neben der Karawane her. Sie ist etwas distanziert, seit ihr das Dorf verlassen habt. Während einer Pause kommt Otlife zu euch. Ich wette, ich werde alle jetzt ab jetzt alles falsch machen. Einfach von den Stimmen her. Ich sehe es kommen. Alette, ich hab was für dich. Seht ihr? Seht ihr? Ich habe schon jetzt vergessen, dass Otlife eine Frau war. Ich hatte total einen Mann erwartet. Okay, super. Otlife hat das lange Banner geholt und gibt es mit einem warmen Lächeln an Alette weiter. Was wird denn das? Ich hatte gehofft, dass du alle Ereignisse seit Skoggerin das Banner einnähen kannst. Komm ein andermal zu mir, Rook, dann reden wir. Okay. Ehe du etwas entgegnen kannst, ist sie dir entgangen. Ist sie gegangen. Meine Güte. Ihr seht, das fängt schon gut an. Vater, bist du jetzt das Oberhaupt? Also, sie ist unsere Tochter. Ich glaube, das wurde bis jetzt noch nicht offiziell gesagt. Sie ist also definitiv unsere Tochter. War zwar zu erwarten, aber man weiß ja nie. Wenn ich jetzt das Oberhaupt, Häuptling auch genannt, wenn man das korrekt sagen möchte. Ja, ja, sieht ganz so aus. Das heißt dann. Ihr seid beide einen Moment still, während Aletta das Banner entfaltet. Otlife hat mir das Nähen beigebracht. Sie spricht sehr anerkennend von dir. Können wir den Teil über Mutter lesen? Du nickst. In das Banner ist die Geschichte der Familien Skoggers im Laufe der Zeit eingenäht. Das ist in allen Städten üblich. Ich wünschte, sie wäre hier. Andererseits bin ich froh, dass sie es nicht ist. Der Abschnitt eurer Familie ist kurz, aber Alette hat ihn farbenprächtig gestaltet. Warum sagst du das? So muss sie das alles nicht mehr erleben. Wüter, die Flucht von zu Hause. Und warum musstest du diese Männer töten im Dorf? Ich meine, wenn ich fragen darf. Ja, eine harte Entscheidung, würde ich sagen. Weil die Wüter entsetzlich sind. Immer wenn wir gegen sie kämpfen müssen, will ich nur weglaufen, aber ich will niemanden töten. Bitte. Bist du mir böse? Nein. Nein, das ist alles easy. Ich würde es wohl tun, wenn es unbedingt sein müsste. Aber muss es das? Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, Vater. Ich glaube, du machst deine Sache gut. Sie umarmt dich. Ihr verbringt die übrige Zeit gemeinsam und sie näht neue Verse in das Banner. Zum Guten wie zum Schlechten. Skoggers Geschichte ist jetzt deine Bürde. Okay. Bring it on, Enemies. So, schauen wir mal hier. So, Otlife will mit uns reden. Oh, gehen wir mit ihr reden. Wie geht's denn, Ott? Ich bin in Ordnung. Zuerst nicht. Wenn jemand Liebes stirbt, dauert es eine Weile, bis man es begriffen hat, heißt es. Ich habe es sofort begriffen. Die Leute sagen mir, ich sei eine starke Frau. Kurios, mein Vater nannte mich Otlife, bevor ich überhaupt geboren war. Er wollte unbedingt einen Jungen. Aha! Okay, damit ist zumindest mal das klar. Okay, gut. Starke Frau. Was heißt das überhaupt? Okay, also Otlife ist aber ein Frauenname offensichtlich und heißt wohl starke Frau. Interessant. Würde dann Leif Eriksson Frau Eriksson heißen? Na, egal. So, ich fand den Ausdruck. Ja, wir sind ganz nett heute. Die Leute sehen zu dir auf. Versteh mich nicht falsch, aber ich will nicht dafür bekannt sein, dass ich mich rasch über jemanden hinwegtrösten kann. Wenn ich nichts fühle, während mein Mann stirbt, halten die Leute mich für stark. Wenn ich weine, weil mein Inneres in Flammen steht, gelte ich als schwach. Warum fühlt sich das so rückständig an? Tut mir leid, Rook, es war hart. Du weißt nicht recht, was du sagen sollst. In all den Jahren, die du die Frau des Hauptlings schon kennst, war dies schon euer längstes Gespräch. Du hast nach mir schicken lassen. Ja, es geht um das Banner. Ich habe lange darüber nachgedacht. Er hat mich gebeten, es dir zu geben, wenn etwas geschieht, weißt du? Puh, ja, warum gerade mir? Er hat sich immer auf dich verlassen, Rook. Es sollte meines sein. Ich könnte es tragen, aber ich habe darüber nachgedacht, warum er dich benannt hat. Ich verstehe es. Sie werden keiner Frau folgen. Die Familien würden fortgehen. Unser Banner würde geteilt. Naja, angesichts der Tatsache, dass sie Monster mit ihrem Bogen und ihrem Pfeil umbringt, würden sie vielleicht auch ihr folgen. Ach komm schon, Rook. Das ist nicht der Augenblick für Theater.
Es geht nicht nur um unsere kleine Stadt. Was geschieht, wenn wir mal etwas von einem anderen Clan brauchen? Wie soll das gehen? Und wenn zum ersten Mal jemand denkt, er kann uns ausnutzen? Ich glaube, dies ist es, was geschehen muss. Ja, dann werden wir unser Bestes tun. Das glaube ich auch. Ja. Das glaube ich auch. Sieh mal, ich weiß, dass ich dies hier in die Länge ziehe. Ja, tust du. Die Wahrheit ist, dass mein Mann und ich nie Kinder haben konnten. Ich will nicht, dass unser Banner hier endet. Bei dir und Alette wird es sicher sein. Ich weiß dadurch, dass du dich um sie kümmern wirst. Sie legte die Hand auf die Schulter, bevor sie zurück ins Lager geht. Wow. Eine Frau, die Probleme eingesteht, die sie beim Führen eines Stammes hätte. Dass Feminist Frequency dagegen noch nicht amok gelaufen ist, ein Wunder. Okay, wir gehen kurz mal zu den Helden gucken, ob wir irgendwas steigern können. Mal ganz kurz hier. So. Gucken wir doch mal nach. Ja, der Gucken wir Mogun mal ist nach. verletzt worden. Ja, der Mogun ist. So, sehen wir mal hier was. So, sehen wir mal. Ganz kurz, entschuldigt. Ich habe gerade etwas Probleme mit Hitbox, beziehungsweise Open Broadcaster. So, jetzt sollte alles funktionieren. Sehr schön. Denn, wie ihr wisst, ich nehme das hier mit Open Broadcaster auf. Und ah, ich habe gerade gedacht, ich hätte versehentlich den Ton ausgemacht. Aber habe ich wohl doch nicht einen Fehler gemacht. So. Ich hoffe, alles stimmt mit dem Ton. Egal. Schauen wir mal kurz. Also, Upgrade, Upgrade. Da. Denn der Hugun darf befördert werden. Machen wir natürlich. 5 Ansehenspunkte können wir uns leisten. Mit befördert. 2 Punkte dürfen wir verteilen. Ich finde immer den Schildbrecher sehr gut. Weil man muss echt das Schild erst vorher wegmachen. Was ist denn das hier? Das ist, wie viel sie pro Runde. Genau, wie viel Willenskraft sie benutzen können in einer Aktion. Können wir Willenskraft können wir steigern? Stärke. Ja, machen wir noch die Stärke rauf. Bisschen härter zuschlagen. Das ist immer gut. Er ist ein Drescher. Es sind beides Drescher. Der eine hat eine Narbe, der andere nicht. Das unterscheidet sie also. Okay. So. Okay, das sieht gut aus. Können Sie hier auch noch reinziehen? Das ist gut alles. Die Heldenhalle. Ich würde sagen, durchschnittliche Moral. Wie viel Nahrung haben wir denn? Wir haben für 9 Tage Nahrung. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit der Reise, wie lange die dauern sollte, aber ich denke, wir können es eine Nacht, können wir uns leisten. Ja, und sie seht ihr da. Gute Moral, alle happy. Wir gehen weiter. 11. Tag. Bei einem kleinen Abzweig suchen dich einige Kämpfer auf. Sie haben etwas Gepäck dabei. Wir kennen diese Gegend, meint einer. Wir haben hier viele Jahre bei Verwandten gewohnt. Wenn sie noch hier wohnen, müssen wir sie warnen vor dem, was kommt. Mit Glück stoßen wir innerhalb einer Woche wieder zu euch. Ja, ich würde sagen, wir wünschen ihnen Glück. Ihre Verwandten sollten sie nicht im Stich lassen. Du nickst ihnen zu. Familie ist Familie, sagst du. Tut, was ihr tun müsst, um sie zu beschützen. Der Mann klopft dir auf die Schulter und sie ziehen los. Ansehen! 8 Kämpfer verloren dafür. Ich frage mich, wann das dann eine Rolle spielt, wenn dass wir weniger Kämpfer haben. Es werden neue Beschwerden über Raffens Waterer zügelloses Saufen laut. Diesmal ist der Mann über Zeltleinen gestolpert und hat sie versehentlich durch ein Lagerfeuer gezogen, wodurch fast ein Vorratswagen abgebrannt wäre. Andere Clanmitglieder löschen sowohl den Wagen als auch Rand. Gott. Ich nenne ihn jetzt einfach Ralf. Ralfs Bein. Dann bringen sie ihn zu dir. Ja, das Trinken verbieten, würde ich sagen, am ehesten. Ralf erklärt sich betrunken einverstanden und lallt einige Versprechen, sich zu bessern. Viele der Zuschauer schnauben und rollen mit den Augen, aber sie wenden sich wieder ihrem Alltag zu. Ja, du bezweifelst, dass es allzu lange dauern wird, bis Ralf wieder etwas Wasser zu finden, findet, egal was du sagst. Ja, das ist vermutlich so. Ah, da hinten ist schon die Stadt. Da brauchen wir nicht nochmal zu rasten zwischendrin. Wüter! Ertönt ein Schrei aus dem hinteren Teil der Karawane. Es kommt von Ralf, dem Dauersäufer, der auf dich zustolpert. Sehr nüchtern sieht er nicht aus. Er schreit noch einmal und zeigt auf einen Punkt in der Ferne. Die Karawane verfällt in Angst und die Kämpfer ziehen ihre Waffen. Doch die ausgeschickten Kundschafter können nichts finden. Bald ist Ralf von wütenden Männern umringt. Wenn wir jetzt natürlich übertreiben und die Reaktion zu heftig ist, dann werden wir Ansehen verlieren. Aber andererseits könnte es schon gefährlich sein. Aber wenn er wirklich Kundschafter ausgeschickt hat,
Verbannen ist aber sehr hart. Ich würde sagen, bestrafen lassen. Ralf wird schnell und gründlich verprügelt. Er fleht um Gnade. Vor dem nächsten Metkrug fährt er erschrocken zurück. Der Rest der Karawane scheint ganz zufrieden mit dem Ergebnis zu sein. Ha, Moral gestiegen. Okay, aber jetzt wissen wir, wie wir es machen. Einfach immer Ralf zum Verprügeln schicken. Und dann geht's ganz einfach. Ja, das sieht schon mal etwas besser befestigt aus. Ich muss ja gestehen, dass dieses einzelne Barter, was hier ist, mich nervt. Ernsthaft. Du drängst dich durch die zahllosen, bleichen, eingesunkenen Gesichter, die seit Tagen vor Frostwelle festgefroren zu sein scheinen. Die Tore sind geschlossen, am Fuße des Hügels hältst du an. Ach, das sieht nicht gut aus. Warum sind so viele Leute auf den Feldern? Wir können nicht einfach so im Freien bleiben. Odlife findet dich zwischen zahlreichen Flüchtlingen. Rook, ich habe mit ein paar Frauen hier gesprochen. Es wird niemand in die Stadt gelassen. Weswegen? Sie ist überlaufen mit Warl aus Blotzbalke und Grauhorn. Leute aus Bitra und allen Dörfern in der Nähe. Die Wüter sind überall. Das Oberhaupt von Frostwelle hat sich in seiner großen Halle verbarrikadiert. Da haben sie die Tore geschlossen. Wenn die Wüter kommen, färben sich diese Hügel rot. Wir müssen da rein. So, was geht denn da drin vor sich? Es sind viele Leute bei den Gasthäusern den Toren versammelt. Wir konnten herausfinden, was sie wissen. Wir könnten herausfinden, was sie wissen. Wie sollen wir denn reinkommen? Das Tor ist doch zu. Ich kann das Tor öffnen. Mal sehen, ob es eine andere Möglichkeit gibt, bevor wir die Tore einschlagen. Ich wollte es nicht einschlagen, nur sehr stark drücken. Seems legit. Okay, also die wollen uns offensichtlich derzeit nicht reinlassen. Achso, aber in die Unterstadt dürfen wir, wie es scheint. Ah, ist hübsch. Ich mag ja das Design. Außer diesem Bata, das stört mich. Gut. Ja, bringt nicht viel in die Heroenhalle zu gehen. Gehen wir auch mal direkt zum Tor. Ihr nähert euch dem Tor, vor dem sich hunderte Leute versammelt haben. Im zertrampelten, blutbeschmierten Bereich vor den Toren liegen mehrere pfeilgespickte Körper, als gehörten sie dorthin. Offenbar beansprucht sie niemand. Die Schützen auf den Mauern lassen keinen Zweifel daran, dass niemand hier hineinkommt. Die Männer und Frauen vor den Toren flehen um Gnade und Einsehen, sofern sie nicht fluchen und mit Steinen werfen. Ja, mal erstmal Erkundigungen einholen. Du verbringst eine Stunde mit verschiedenen Leuten, die alle die gleiche Geschichte erzählen. Vor einigen Tagen hat das Oberhaupt sich eingeschlossen und die Tore verrammelt. Seither werden keine Flüchtlinge mehr hineingelassen. Dabei haben sie riesige Vorräte da drinnen, fügt einer hinzu. Sie horten sie einfach. Ja, aufdrücken ist nicht schlau, nein. Sonst kriegen wir auch noch ein paar Pfeile ab. Mal mit den Wachen reden. Wir kommen aus Gogger, öffnet das Tor! Rufst du den Schützen ohne große Hoffnung zu. Du bewegst einfach so viel, wie du erwartet hast. Die Schützen auf den Mauern lassen keinen Zweifel daran, dass niemand hineinkommt. Die Männer und Frauen vor den Toren flehen um Gnade und Einsehen, sofern sie nicht fluchen und mit Steinen werfen. Nee, es ist nicht schlau aufzuschieben. Nein, das lassen wir. Ihr verlasst die Menge und geht den Hügel wieder hinunter. Um die Rasthäuser sind viele Leute versammelt, zeigt Odlife. Vielleicht finden wir da Hilfe oder können uns nützlich machen. Mal sehen. Ja, gehen wir mal zu den Gasthäusern. Ihr verbringt einen ganzen Tag bei den Rasthäusern. Jeder erzählt die gleiche Geschichte. Das ist dasselbe. Wir könnten den Verwundeten helfen, sagt die Halette. Das Gasthaus ist zum Bersten voll mit Flüchtlingen, Kranken und Verwundeten. Es ist sehr laut. Ja, mal die Verwundeten versorgen. Halette, Odlife und andere weitere Leute aus der Karawane verbringen den Tag mit dem Behandeln von Wunden, die überwiegend den Schützen auf den Mauern zu verdanken sind. Eine Frau hat gesagt, dass die Stadt Wagen mit Lebensmitteln herumschickt, erzählt die Odlife. Das könnte eine Möglichkeit sein, reinzukommen, gibt Iva zu bedenken. Wenn sie das nächste Mal einen Wagen schicken, bringen wir ihn wieder rein. Odlife protestiert. Das dürfte nicht nur zu einem Kampf führen, sondern auch dazu, dass die Flüchtlinge nichts zu essen haben. Überfallen ist etwas heftig, aber wir brauchen einen Plan zur Abwechslung. Wir machen jetzt einfach. Wir sind voll draufgängerisch, aber was passiert und ob wir das hinkriegen, erfahrt ihr erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.